Ja, ich glaube, einer der Punkte von Eishockey 1x1 ist, dass man wirklich komplette Anfänger, Kinderanfänger zum Eishockey bringt. Also es ist einfach schön, den Kindern bei was zuzuschauen, was sie neu lernen. Es gibt ja oft so Aktionen, wo Kinder von der Mannschaft kommen, die schon Eishockey spielen. Und der eigentliche Hintergedanke ist, dass man neue Kinder, neue Familien zum Eishockeysport bringt. Man muss irgendwas haben, wo man was bietet, wo die Leute sagen, okay, das hört sich ganz interessant an, das ist ein bisschen was anderes. Da wird auch ein bisschen was geboten. Die Kinder kriegen Leiberl, sie kriegen einen kleinen Umhängesackerl, einen Puck. Und ich glaube, da weckt man schon ein Interesse auch an Leuten, die mit Eishockey selber nichts zu tun haben. Was ich sehr toll finde am Eishockey, ist einfach, dass man in einer Mannschaft ist, mit vielen anderen zusammen den Sport ausübt und dort auch schon von frühem Alter an lernt, wie man sich in einer Gruppe und einem Team verhalten muss. Mir hat Eishockey natürlich sehr viel gegeben. Das hat mein ganzes Leben bestimmt. Und ich glaube, dass es auch für sehr viele andere Kinder oder Menschen, die dann groß werden, einfach auch sehr viel zurückgeben kann. Also der Austausch mit Eltern und Kindern war heute, muss ich sagen, sehr positiv, sehr freundlich. Und da merkt man auch das Eigentliche, für was das Eishockey 1x1 steht, dass eben vor allem die Eltern und auch die Kinder auf diesen Profispieler oder Ex-Profispieler extrem anspringen. Wir hatten rund 50 Kinder da. Das Schöne war zu sehen, dass wurscht, ob die am Anfang euphorisch waren oder nicht, am Ende waren alle happy, haben Spaß gehabt. Und bei einem Kind hat es 40 Minuten gedauert, bis es dann endlich allein herumgefahren ist, weg von der Mama. Aber es waren eigentlich durch die Bank nur ein positives Feedback. Und das sieht man dann am Ende, wenn alle vom Eis runter sind und jeder kommt noch für eine Autogrammkarte mit mir und mit dem Rob. Und jeder hat ein Lachen am Gesicht, die Eltern waren happy. Natürlich hat die Interaktion mit den Eltern war sehr wichtig. Denen hat es auch allen irrsinnig getaugt. Also es war durch die Bank positiv. Ich glaube, das wird sich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren entscheiden, wie jetzt das Eishockey 1x1 Programm sich weiterentwickeln wird. Und Eishockey in Österreich selber, im Nachwuchs, ich glaube, das Eishockey 1x1 ist ein Anstoß, dass man vielleicht etwas verändert, dass man was anders macht. Das heißt deswegen Eishockey 1x1 und nicht Matthias Bratnik irgendwas, weil das Matthias Bratnik ist austauschbar. Es soll dann in anderen Regionen, wir machen jetzt ein Pilotprojekt im Raum Salzburg, weil ich hier bekannt bin. Und in weiterer Folge versuchen wir eben etwas zu entwickeln, was in anderen Regionen auch benutzt werden kann. Also zum Beispiel könnte in Wien, könnte in der Bayern Eishockey 1x1 mit Raphael Rotter stattfinden, in Villach mit Michi Raffel, in Salzburg in vielleicht 3 bis 4 Jahren mit Thomas Raffel. Also es soll ein Programm für Österreich sein, wo einfach der Name von Eishockeysportlern genutzt wird, um mehr Interesse zu erzeugen bei Eltern und bei Kindern und dass man dadurch mehr Kinder zum Eishockeysport bekommt.